Hallo liebe Tabletop-Freunde, wie schon im vorherigen Video versprochen, hier eines der bereits erhältlichen Upgrades. Und zwar ist das das Expansion-Set für das SDKFZ 250-8 oder 251-9 Schützenpanzerwagen 7,5 cm KWK 37 L24 Stummel. Hauptsächlich als Stummel bezeichnet. Der hat die leichte Haubitze mit drin, wurde ganz oft als Feuerkraftverstärkung für die Panzeraufklärer benutzt. Ja, gucken wir mal rein, oder? Wieder ein sehr cooles Boxart. Panzerkanoniere im Gefecht sind zwei von diesen Fahrzeugen zu sehen. Beide in einem dunkelgelben Anstrich. Gefällt mir sehr gut. Gucken wir mal hinten drauf. Und hinten haben wir wieder massig Infotext dazu geschichtlich. Dann haben wir drei Ideen, wie man es bemalen könnte. Und hier unten die Möglichkeiten, das zu bauen. Man kann bauen ein 258 neu. Und ihr wisst ja, im letzten Video habe ich das 251 neu gehabt. Sprich, mein 251, das ich jetzt für meine Luftwaffenfeldversion habe, wird kein Transportfahrzeug, sondern bekommt die leichte Haubitze. Nebendran das 251-9 Ausführung C und 251-9 Ausführung D. Das Coole ist, wie ihr schon vielleicht hier seht, hier, anderer Aufbau als hier. Dieser Aufbau sieht aus wie dieser Aufbau. Genau, ihr könnt zwei Fahrzeuge daraus bauen. Sprich, wenn ihr noch ein 251 Ausführung C habt, könnt ihr das auch noch bauen. Schauen wir mal rein. Gut. Decals gibt es diesmal keine. Ist ja auch nur ein Upgrade-Set. Aber wir haben natürlich wieder eine Anleitung. Vorne drauf sind die beiden Varianten. Einmal 250 und 251. Wir haben wieder die drei Gussrahmen, die abgebildet sind. Hier, was man für das Expansion-Set braucht, also eben entweder das 251C oder D oder das 250 neu. Genau, auch hier oben steht dann, genau, hier ganz dick und rot, bitte lesen, bevor man es zusammenbaut. Und im Grunde steht hier nur drin, man soll vorgehen wie in der Originalanleitung und es gibt blau und grüne Farbkodierungen für die verschiedenen Fahrzeuge. Ja, das ist auch eine sehr schöne Anleitung. Man sieht hier, man sollte definitiv nicht erst das 250 bauen und dann das Upgrade-Set, sondern zusammenbauen gleichzeitig wäre sinnvoll. Auch hier die Kanone ist höhenrichtbar, deswegen hier dieses Nicht-Kleben-Symbol. Ja, es sind Miniaturen mit dabei, die wieder, glaube ich, ganz ordentlich aussehen. Wieder die Empfehlung, dass man auch durch die Zubehör- und Gepäcksets nutzen kann, die machen das besser. Ja. Und hier hinten nochmal der Bau für die 51 Dora-Variante. Gut, dann gucken wir uns mal die einzelnen Gussrahmen an. Das sind zwei kleine und eine große. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die kleinen an. Das ist nämlich die Besatzung. Ich packe sie gleich mal schnell beide aus. Einmal. Und na, zweimal. So. Fangen wir mal hier an. Ja. Das sind zwei Besatzungsjungs. Simpel, schlicht und einfach. Sind ganz ordentlich gegossen, so wie der MG-Schütze vom 250er. Muss ich gar nicht viel dazu sagen. Da unten gibt es ein Fernglas. Es gibt einen Helm, eine Mütze. Sieht ganz ordentlich aus. Und im zweiten Gussrahmen haben wir... Ja, das ist im Grunde das gleiche, wie bei dem 250er schon mit dabei war. Es sind... Diese Figur war da nämlich schon mit dabei. Da haben wir einmal hier die Mütze, einmal hier das Fernglas und für den anderen Herren haben wir nochmal zwei andere Hände. Wieder hat der eine Mütze auf. Nein, einen Kopf ohne Mütze und ohne irgendwas und einen mit Helm. Ja, ich denke, da kann man eine schöne Besatzung für das Fahrzeug draus machen. Das ist ganz nett. Dann schauen wir mal in den eigentlichen Expansion-Set rein. Wenn er dann aufgeht. So, er geht auf. Aber er mag nicht aus seiner Folie. So, jetzt. Okay. Ihr seht, wartet mal. So. Wie ihr hier schön sehen könnt, gibt es zwei Aufbauten fürs 251er. Genau, damit das eben passt, gibt es kein Umbau-Kit oder dass man irgendwie das Chassis ändern muss, weil diese Einkerbung hier vorne, also das hier, gibt es hier genauso, könnte man ja nur sehr schwer bauen beim 251er ohne einen Riesenumbau. Ja, dann sind da eben die Geschütze mit dabei, Munitionskisten,
Also da kann man was draus machen. Ich bin sehr gespannt, wie sie es baut. Werde ich euch natürlich zeigen. Ich denke, ich mache dazu auch wieder ein Baureview, dass ihr einfach so ein bisschen seht, okay, wo liegen da Schwierigkeiten, aber wo liegen vielleicht so ein paar kleine Ecken, wo man sagt, na, da muss man aufpassen, könnte ein bisschen fummelig werden oder das ist irgendwas nicht so einfach. Aber ansonsten muss ich sagen, sieht das nach einem sehr schönen Expansion-Kit aus. Gibt es, wie alles von Rubicon, bei den Gorillas. Link packe ich unten mit rein. Und ansonsten, habt ihr Ideen, Fragen zu diesem Expansion-Kit oder zu Bausitzen Rubicon, packt es mir unten in die Kommentare. Ich versuche es möglichst schnell zu beantworten. Klappt nicht immer, aber sehr oft. Ja, ansonsten viel Spaß beim Basteln, Malen, Spielen, Bauen. Däumchen hoch, freut mich. Abo noch viel mehr. Euch noch einen schönen Tag. Euer Flo. Ciao.